Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was ich euch heute zeigen möchte, ist Gantry Squaring Board und zwar in Aktion. Ich habe es ja in der Einführung, wo ich die Verkabelung erklärt habe und die Funktionsweise erklärt habe, in der Theorie gezeigt. Ich habe es bei mir mit Maso, wohlgemerkt, laufen, schon seit ein paar Monaten. Es funktioniert wirklich anstandslos. Das zeigt auch, dass dieses Board jetzt nicht nur für Astelcamp gemacht worden ist, wirklich für jegliche Steuerung. Ich habe die Slave-Achse abgeschalten in Maso, habe eigentlich so mit den Y eigentlich nur eine Achse und das Gantry Squaring, also die Portalausrichtung, wird durch mein Board ausgeführt. Ja, und wenn ihr das Board verbaut und ich habe es ja in der, ich blende mal das Video ein, ich hoffe, ich kriege das hin mit dem Link. Wenn ihr das Board verbaut und so eingestellt habt, dass es beim Bestroben aktiv ist, also die LED brennt, das könnt ihr über die Taste am Anfang an- und ausschalten, dann ist es so, dass ihr eigentlich gar nicht merkt, dass das Board verbaut ist. Ich zeige es euch mal. Ich schalte mal die Steuerung ein. Ihr seht es auch am Bildschirm, dass der gleich angeht, hoffe ich zumindest, und die Steuerung hochfährt. Tastatur habe ich hier vorne liegen. So. Wahrscheinlich der Vorführeffekt, da der Fernseher kommt. So, Maso startet. Maso will am Anfang immer eine Not aus, dann drücken wir einmal. Das wollen die haben. Und jetzt, was ich jetzt mache, ist eigentlich nur ganz normales Homing ausführen. Das ist eine Frage, die mir schon ein paar Mal gestellt worden ist. Ich habe das Board eingebaut, aber es bewegt sich gar nichts, wenn ich auf die Taste drauf drücke. Mein Board aktiviert während des Homings eurer Steuerung das Gantry Squaring. Das heißt, wenn mein Board aktiv ist, also die LED brennt, so wie jetzt auch durchs Einschalten, und ihr führt ein Homing durch, dann führt mein Board die Portalausrichtung durch. Und das machen wir jetzt so einmal. Das heißt, wir gehen jetzt her. Schön Tastatur ein- ausschalten, weil ich hoffe, die ist nicht leer. Ja, scheint noch zu gehen. So, in Maso muss man hier lange auf Home drücken. Und jetzt passiert es im Prinzip gleich. Jawohl. Ja, das war es eigentlich schon. Meine Anlage führt jetzt noch eine Ausrichtung aus vom Portal. Ja, und das war's. Wenn ihr jetzt wieder ein Homing der Anlage ausführt, dann führt ihr das ohne Gantry Squaring aus. Es sei denn, ihr geht jetzt runter, bei mir ist die Taste hier unten, drückt drauf, jetzt ist es wieder aktiv und führt ein neues Homing durch, dann führe ich jetzt wieder ein neues Gantry Squaring aus. Ist die LED aus, funktioniert eure Steuerung, wie wenn mein Board gar nicht verbaut wäre. Das Video heute wird kurz, es gibt auch keine Späne, aber es gibt noch was Neues. Warte mal geschwind, bis es wieder frisch vermessen ist. Die Druckqualität ist jetzt nicht so berauschend, aber ich denke, zum Zeigen reicht's. Einmal habe ich für die LED, Fokus, für die LED und den Taschentücher so einen kleinen Halter konstruiert. Den könnt ihr auf meiner Seite runterladen. Den gibt es in zwei Varianten. Der Onkel hat mich darauf hingewiesen, ich liebe Raffi-Taster. Müsst ihr mal googeln, das sind diese Plastiktaster, die kenne ich noch von meiner Ausbildung. Die haben nämlich 15 mm im Durchmesser, aber es gibt noch das zweite STL, die ist halt dementsprechend beschriftet mit 16 mm. Oben ist ein Loch für 5 mm LEDs, das heißt, ihr macht oben die 5 mm LED rein. Und unten könnt ihr euren Taster einbauen. Das Ganze hat noch, jetzt bin ich ein bisschen hergewackelt, das Ganze hat noch Schraubpunkte. Das Ganze hat noch Schraubpunkte, also Löcher für Zylinderkopfschraube, die mag ich eigentlich ganz gern. So, das zweite, was ich euch zeige, ist ein dreiteiliges Teil. Das gibt es auf meiner Seite auch. Das ist im Prinzip hier das Board. Das ist ein Halter hier unten, auf dem man die Platine drauf schreibt. Da sind 2,4 mm Löcher drin. Da könnt ihr im Prinzip ein Gewinde reinschneiden, nehmt drei Gewinde und dann könnt ihr Zylinderkopfschrauben nehmen. So ein Board braucht jetzt nicht die Irrsinnskraft, also das geht problemlos. Dann hat es unten noch die Halter für die Hutschiene und ich bin kein Freund von so Klemmschienen mit gedruckten Teilen, deswegen ist bei mir hier so ein kleines Schräubchen drin und ihr könnt es dann an der Hutschiene festschrauben. Ich kann es euch mal schon zeigen, ich habe eine Hutschiene da. Das heißt, ihr geht her, setzt das Teil in die Hutschiene ein, schiebt es drüber und dreht im Prinzip die Schraube einfach nur hoch. Genau, dann sitzt es hier und ist auch fest, logischerweise.
Das dritte, was ich euch zeigen möchte, und jetzt bitte schaut gar nicht auf die Druckqualität, weil die ist echt nicht berauschend, ist im Prinzip das hier. Das ist ein zweiteiliges Gehäuse. Und zwar, ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel bei so einer Großanlage wie bei mir hinten schon einen Endschalter habt und ihr wollt jetzt nicht irgendwie noch großartig rumverkabeln, den Endschalter einfach kappen, mein Board zwischen rein machen und einfach nur den zweiten Endschalter anschließen. Und das ist dazu gedacht, dass ihr es im Prinzip hier direkt zum Beispiel an ein Aluminiumprofil hinschrauben könnt. Das Ganze ist so, hier unten ist geschlossen. Ich würde euch ja empfehlen, Fokus. Ich würde euch auch empfehlen, das Gehäuse aus dem Vollen. Hallo? Ich würde euch ja empfehlen, das Gehäuse aus dem Vollen zu drucken, weil dann könnt ihr hier Löcher reinbohren, weil je nachdem, wie viel Kabel das ihr habt, könnt ihr sie hier einführen, eine Zugentlastung reinmachen und dementsprechend verschrauben. Was es da noch dazu gibt, ist der passende Deckel. Der kommt oben drauf und ist das Ganze geschlossen. So würde das dann verbaut werden und unten gucken eure Kabel raus. Die Pläne sind for free online. Das heißt, die könnt ihr auf meiner Seite, ich mache unten einen Link rein, könnt ihr die downloaden. Neben dem Download-Button, die sind wie gesagt for free, gibt es einen Button zur Google-Bewertung und ihr würdet mir echt tierisch helfen, was das Google-Ranking angeht, wenn ihr mir eine positive Bewertung geben würdet, wenn euch die Pläne und das Board und so weiter gefällt. Das sind auch noch mehr Downloads wie der Absaugschuh. Könnt ihr euch gerne auch schon downloaden und selber drucken. Gar kein Problem. Zu dem Absaugschuh kommt aber in Kürze ein neues Video, wo ich im Prinzip explizit auf den Absaugschuh und auch das Thema Werkzeugwechsel angehe. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Danke für die, die schon ein Board gekauft haben. Danke an die, die damit Gedanken spielen, sich eins zu kaufen und das dann auch tun. Und auch generell an alle die, die bei mir bestellen und für euren Support an der Stelle. Und ja, heute gibt es gar nicht viel mehr zu sagen als viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.